willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgunz Jakob von den Frakta. Und das ist die Fortsetzung der Amsterdam-Kochsendung, also holländischer Abend bei Berdix Fuzzi. Leider war es so, wir haben relativ spät erst angefangen zu brutzeln und die beiden hatten dann Hunger und dann haben wir getrunken und ich habe den ganzen Tag nichts gegessen gehabt. Und das, was sie gekocht haben, das konnte ich nicht essen, beziehungsweise wollte es nicht essen. Hab mich aber trotzdem weiterhin beteiligt bei der Kiste Grolsch und den paar Flaschen Amstel und den paar Flaschen Flensburger, wie auch immer. Es ging jedenfalls so aus, dass ich irgendwann morgens wach geworden bin, hatte Kopfschmerzen und das Rezept war noch nicht gekocht, das ich kochen wollte. Und dann habe ich einfach alles in einen großen Topf geleert und wieder mit heimgenommen, was ich schon geschnipselt hatte. Und ist halt jetzt nicht so lustig ohne Berdix Fuzzi, aber irgendwo ist es auch Verschwendung, jetzt die Lebensmittel. Also nein, ich würde es jetzt wegwerfen, jetzt nicht falsch verstehen. Ich würde es halt schon essen, klar. Aber es ist halt irgendwie schon schade, dann das Rezept nicht zu zeigen. Daher habe ich einfach mal beschlossen, okay, ausnahmsweise mache ich das dann jetzt irgendwie allein. Zuerst das, was wir beim letzten Mal vergessen haben, Dankeschön an das Weingut, das uns da immer ein bisschen supportet, indem sie halt meistens hier die Lebensmittel bezahlen und auch den Wein, den wir dann trinken. Jetzt bin ich eigentlich traditionell so gestellt, dass ich nicht trinke, wenn ich allein bin, aus Prinzip eigentlich. Da ihr jetzt quasi dabei seid, mache ich mal eine Ausnahme. Zwar trinke ich jetzt einfach mal einen Schluck Rotwein dazu. Ich trinke allerdings jetzt wirklich nur ein Schüttelchen, bevor das jetzt irgendwie wieder übel ausgeht und ich doch wieder mit Kopfschmerzen wach werde. Ein ganz wunderbarer... Moment. Das sind Dornfelder. Ach ja, den hatte er in die Literflasche abgefüllt zum Probieren. Also verkaufen würde die wahrscheinlich auch in so einer Flasche wie die Faber-Rebe nebendran. So, was mache ich heute mit euch? Und zwar mache ich Stamppot. Das nennt man auch Hutspot, je nachdem, was drin ist. Das ist ein holländisches Nationalgericht, Stamppot. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Gemüsebrei, zu dem man irgendwas ein bisschen anbrät. Und diesen Gemüsebrei, den hebt man unter kalten Endiviensalat unter. Beziehungsweise man hebt den Endiviensalat hin, der unter das gestampfte Gemüse. Jetzt ist eigentlich traditionell so Zutaten eben, ich weiß ja genau, ob man das jetzt bei dem Licht erkennen kann. Also da fliegen ja noch ein paar Lauchbrocken und ich glaube ein bisschen Knoblauch drin rum. Das ist, weil halt alles in einen großen Topf landet morgens. Das ist Grünkohl. Ja, die aus Niedersachsen ist das, glaube ich, in Westfalen, die essen das, glaube ich, mit Wurst. Grünkohl. Also in Süddeutschland ist Grünkohl jetzt nicht so verbreitet und bekannt. Das ist ein Salatmix, weil Endiviensalat habe ich so nicht bekommen bei uns in verschiedenen Supermärkten. Nur als Teil von so einem Salatmix habe ich gedacht, jo, Alter, macht nichts. Der Brocken, der da rumliegt, ist der Rest von der Sellerie, die ich schon nett geschnitten habe. Das ist auf dem Teller daneben. Karotten erkennt jeder selbst. Knoblauch und Zwiebeln auch. Hier haben wir Kartoffeln und das ist eine Lauchstange, die ich klein gemacht habe. Jetzt will ich das Ganze vegan kochen. Ich glaube, das ein oder andere Mal ist ja schon so ein bisschen angeklungen oder ist schon so mit, konnte man erahnen, dass ich eben kein Fleisch esse, sondern eben mich vegetarisch bzw. vegan ernähre, je nach, ich versuche es vegan und so oft es geht und wo es halt nicht geht, wie wenn ich halt im Dienst bin oder unterwegs und wo halt nichts anderes geht, dann esse ich halt vegetarisch. Ich bin da nicht dogmatisch, versuche es einfach so gut es geht hinzukriegen für mich. So, das Rezept habe ich jetzt quasi veganisiert, weil im Originalrezept ist es auch wieder mit gebratenem Speck und Bauchfleisch, und hast du nicht gesehen, mit Milch und Butter. Ich habe jetzt einfach statt der Kuhmilch nehme ich Sojamilch. Die Marke ist eigentlich wurscht. Sojamilch verwende ich selbst sehr wenig. Ich bevorzuge zum für andere Sachen meistens Mandelmilch, die ich selbst mache mit Mandeln und Datteln. Oder ich nehme gekauft eben Hafermilch, Dinkelmilch, Reismilch. Also da gibt es ganz viele Sachen, die sehr alle sehr lecker sind. Statt Butter verwende ich dann Margarine. Ist mir persönlich sowieso, ist mir lieber, weil ich eben auf tierische Produkte, soweit es geht, verzichte. Geschmacklich finde ich es auch absolut in Ordnung. Wenn ich jetzt hier die Marken zeige, die ich gekauft habe, finde ich das jetzt nicht so schlimm.
Das zeigt nur, dass wir eben einfach das verwenden, was man in den verschiedenen Supermärkten kriegt. Ich habe jetzt mal ein bisschen Tofu hingelegt, weil statt Bauchfleisch brate ich mir ein bisschen Räuchertofu an. Das ist in so einem Packen drin. Das da hier ist einfach geschmackloser Naturtofu. Und das ist Kräutertofu, der also eingelegt ist. Da habe ich jetzt einfach mal hingelegt, damit man mal sieht. Also es gibt Tofu ganz verschiedenartig, schon zubereitet, fertig. Auch mal also gewürzt. Ich persönlich mag zum Beispiel sehr gern geräucherten Tofu mit so einem Sesam. Den schneide ich mir einfach in Scheiben aufs Brot, dazu ein bisschen rote Beete, ein bisschen scharfen Senf. Ja, ist ein sehr leckeres Häppchen. Also was mache ich jetzt? Ich werde den Sellerie, die Karotten, die Kartoffeln, das sind norddeutsche Küstenkartoffeln, und den Lauch zusammen in einen Topf kippen und kochen. Ich habe leider meinen Einsatz irgendwie ausgeliehen, verliehen. Ich habe nochmal so einen Einsatz in den Topf, damit ich sie dampfgaren kann, also dämpfen kann. Da bleiben halt einfach die Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel besser erhalten. Ich habe den aber leider nicht daheim. Ich weiß gar nicht mehr genau, wem ich den geliehen habe. Egal, auf jeden Fall werde ich dann halt jetzt ausnahmsweise mal kochen. Die Lebensmittel sehen jetzt ein bisschen naja aus mittlerweile. Das liegt einfach daran, dass, wie gesagt, ich habe die dann abends geschnipselt, beziehungsweise nachmittags für das beim Baddix Fuzzi kochen. Im Nachhinein kam ich dann dazu, am nächsten Tag hatte ich Kopfschmerzen, wollte einfach nur heim auf mein Sofa. Und den Tag drauf hatte ich keine Zeit. Das hat jetzt ein bisschen Zeit in meinem Kühlschrank zusammen in einem großen Topf verbracht. Wobei ich den Eindruck habe, dass die Petersilie und was da in diesem Mix war, zusammen mit den Knoblauch und Zwiebeln, die einfach mit drin rumlagen, irgendwie in die aromatische andere mit ein bisschen reingegangen ist. Ich finde das ganz nett. Lauch stehe ich eh total drauf. Was werde ich dann machen? Die werden also quasi gekocht, diese vier Hauptzutaten zusammen. Dann wird das zerstampft zu einem Gemüse, also zu so einem Brei, Kartoffel-Gemüsebrei. In der Zwischenzeit werde ich die Zwiebeln und den Räuchertofu mit ein bisschen Öl in der Pfanne anbraten. Das macht man hinterher so dazu. Und wenn ich das Ganze, Gemüsebrei quasi fertig habe, Kartoffelgemüsebrei, werden Pfeffer und Salz und die Knoblauchzehen, die ich noch dann bis dahin zerdrückt habe, da eben drunter gemischt. Mit Kochen tue ich das nicht, weil das wäre verschwendete Pfeffer und die Knoblauchzehen mit zu kochen. Und hätte ich jetzt Muskat daheim, Muskatnüsse, dann würde ich die reiben, also drüber reiben noch. So ein traditionelles Gericht, das ich total gern esse, ist ja Kartoffeln mit Spinat. Und was ich dann noch dazu mache, das ist immer ab, ja, gibt's verschiedene Beilagen, die ich noch dazu machen kann. Da reibe ich unheimlich gern auf den Spinat, die Kartoffeln, den Muskat drauf. Das würde ich hier auch ganz gern machen, aber ich habe keine Muskat gekauft, ich Depp. Muss ich jetzt ohne Muskat auskommen? Und einen Schluck Dornfelder. Der ist aber auch gut. Ah ja, genau. Und logischerweise, der Grünkohl wird auch gekocht in einem Extratopf und wird auch noch drunter gemischt. Also es ist ein sehr deftiges Gericht und sehr einfach eigentlich von der Art. Ich finde es geschmacklich eigentlich ganz gut. Gerade Sellerie und Lauch gibt halt wirklich ein schönes Aroma. Karotten gibt eine leichte Süße. Kartoffeln, naja, ist halt die Basis. Grünkohl, okay, ist normalerweise nicht so ganz mein Fall. Liegt vielleicht auch daran, dass ich von der Bundeswehr das noch kenne, in norddeutschen Kasernen, dass sie das immer mit, ich habe Pinkel, ach, irgend so eine komische Wurst haben die da immer gefuttert, die Kameraden. Der Geruch, den fand ich jetzt eher grenzwertig. Naja, sei es drum. Also ich werde das jetzt, ich habe das schon ein bisschen vorgeschnitten, die Karotten und den Sellerie und den Lauch. Die Kartoffeln mache ich jetzt auch noch ein bisschen kleiner. Weil wenn das klein geschnitten ist, verringert das die Garzeit, weil wenn ich jetzt also so eine große Kartoffel da reinwerfen würde, die wird einfach viel länger brauchen, als zum Beispiel Sellerie in die Karotten ein bisschen weich gekocht ist, damit ich das zerstampfen kann. Ja. Jetzt mit dem Lauch mache ich mir gerade so ein bisschen Gedanken, wie die Holländer das machen mit dem Stampfen. Ich würde ja persönlich einen Pürierstab nehmen, um das, wenn das hinterher gekocht ist, zu zerfetzen. Muss mal gucken, ob ich meinen Pürierstab habe. Habe ich ewig nicht mehr gebraucht, weil ich meinen Mixer viel häufiger brauche, aber ich würde das halt echt ungern in meinen Mixer packen. Mixer sauber machen ist immer so eine Sache. Ja, und die Sojamilch braucht man eigentlich nur, um hinterher in den Gemüsebrei kommt da ein Schuss von rein. Normalerweise, wie gesagt, kommt da Kuhmilch rein. Die macht diesen Brei ein bisschen lockerer. Ja.
Sonst? Petersilie. Ach, die habe ich jetzt fast vergessen. Ich habe ja noch Petersilie gekauft. Irgendwo habe ich den. Ah, die habe ich wieder in die Kühltruhe gepackt. Ja, ich habe keine frische Petersilie gekriegt, wie ich abends einkaufen war. Da war ich schon fast alle, deshalb habe ich die TK-Petersilie gekauft. Zum Zeitpunkt, wie ich die Packung aufgemacht habe, war das noch schön locker luftig zusammengefroren, also gefroren. Da war noch alles da, also was an Inhaltsstoffen, Aromen. Ich nehme an, durch die offene Packung nochmal einfrieren. Hat das jetzt ein bisschen verloren, also packe ich die komplette Packung einfach, also jetzt nicht mit Pappe, ist klar, rein in der Hoffnung, dass es trotzdem ein bisschen Petersilienaroma noch bringt. Ich habe bei mir im Garten ein Riesenbeet Petersilie wieder ausgesät gehabt, aber die ist leider noch nicht so weit, dass ich davon was ernten könnte. Ja, also dann würde ich sagen, ich mache das jetzt mal alles in den Topf hier. Kocht das und dann sehen wir uns wieder bei der Zerstampfungsphase. Bis gleich. Sodala, jetzt ist alles aufgestellt. Ja, also das Gemüse, das zusammen kochen soll, ist in einem größeren Topf gelandet. Ich habe mich ein bisschen mit der Menge verschätzt. Glücklicherweise hatte ich noch so einen großen Schmortopf, so einen, ne, wie heißen sie nochmal, so einen Bräter. Ja, hatte ich noch daheim. Ab und zu überbacke ich mir damit, also dann mache ich darin so Aufläufe. Ne? Genauso gut wie irgendeine Auflaufform. So, da ist natürlich der Grünkohl drin. Da habe ich noch ein bisschen Knoblauch reingeworfen, wie man in der Mitte sieht. Und da hinten sind die Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch und der in Streifen geschnittene Räuchertofu drin. Der Räuchertofu ist natürlich noch nicht angeschaltet, beziehungsweise auf einer ganz schwachen Stufe. Dagegen ist der Grünkohl angeschaltet. Und das hier natürlich, auch das wird dauern. Das ist mir jetzt schon klar. Ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal World of Warships an. Ja, wir haben es, wir sind jetzt auch da reingelassen worden von den Fraktern, ein paar von uns, ein paar haben sich reingekauft, ein paar wurden so reingenommen. Und jetzt fahren wir Schiffchenbootchen. Ich werde das natürlich auch aufnehmen, ja, für die nächste Runde von unseren Felsenfaktor Games Archiv. Und ansonsten, ja, ich habe jetzt noch einen Film zu schauen, den ich mir ausgeliehen habe von einem Clan-Kameraden, nämlich Sharknado. Was ich bis jetzt gesehen habe, ist das echt ganz übler Trash. Ich werde also hervorragend unterhalten. Und danach schaue ich mir noch an, so jemand hat was, also wir haben das entdeckt, ja, und zwar World of Tanks hat eine Kooperation mit einer Anime-Serie begonnen, weil die in Japan jetzt in Fuß fassen wollen, World of Tanks. Und da gibt es so eine Serie, die heißt Girls und Panzer. Ja, das heißt tatsächlich, also im Japanischen heißt es Garutsu und Panzer, irgendwie so. Ich weiß ja gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Und da geht es um kleine Mädchen, also Schülerinnen besser gesagt, die fahren mit zwei Weltkriegspanzer gegeneinander. Das ist so ein Schulsport, also in so einer fiktiven Welt. Ja. Und es ist echt ganz schräg, ganz, ganz schräg, was wir uns bis jetzt da angeschaut haben. Aber extrem lustig. Und angeblich wird auch ein Kinofilm gedreht. Den werden wir uns natürlich dann mal gucken, ob wir daraus ein Clan-Event machen, dafür treffen. Mal sehen. So, also das hier wird jetzt einige Zeit dauern, bis das so weich gekocht ist, dass ich da irgendwas mit anfangen kann, von wegen zerstampfen. Ich mache mir immer noch Gedanken darüber, wie ich das überhaupt zerstampfen soll. Naja, ich werde es merken. Ich gehe jetzt also wieder an meinen PC, werde noch ein bisschen Schiffchenbootchen fahren, vielleicht noch diesen seltsamen Haie im Wirbelsturmfilm fertig gucken. Vielleicht breche ich das auch ab, wenn er mir zu schlimm wird. Also der ist mir jetzt richtig schlimm, aber also richtig, richtig schlimm wird. Dementsprechend, ja, ich trinke jetzt noch ein Schlückchen. Ja. Prosit auf euch. Der Downfall ist echt gut. Aber aus genau dem Grund trinke ich mal nie allein Alkohol, weil dann man fängt da schnell an, weil das ist ja echt lecker, das Stöffchen hier. Oh, was soll ich jetzt noch groß erzählen? Ich habe ja wieder so noch ein bisschen was erzählt. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht so lustig, wie wenn ich es mit den Jungs zusammen mache, das Kochen, aber ja, was soll ich machen? Das ist ja keine böse Absicht, dass ich jetzt hier allein stehen muss. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Hier siehst du, wir kochen wieder zusammen. Ich habe auch nicht gedacht, dass das Rezept von Berdix Fuzzi dermaßen lange dauern würde, bis das fertig ist. Und, jo, was müssen wir machen?
das nächste Mal, wenn wir kochen, wir haben ja schon den, für das nächste Mal haben wir schon diskutiert, ob wir jetzt schon das nächste Mal unseren arabischen Abend machen oder einen von den ursprünglichen Ideen erstmal weitermachen, besser gesagt. Sei denn, ich lande doch wieder allein in meiner Küche, wenn das ausgeht. Mal gucken. Also nochmal, wie diese extrem lange Grillnacht machen wir nicht. Das war ja Irrsinn, dieser Grillmarathon. Aber scheinbar sind schon zwei größere Gerichte zu lang. Wobei das jetzt echt ganz einfache Gerichte sind. Das von Berdix Fuzzi, das hat er sogar noch erweitert. Was war im Originalrezept ja noch einfacher. Das von mir ist jetzt auch nicht aufwendig. Ja? Man kocht Gemüse, man zerstampft es, man hebt Salat runter und gekochten Rosenkohl, Grünkohl. Und ist dazu irgendwas in der Pfanne gebratenes. Also ist jetzt nicht irgendwie große Küche. Naja, ich bin trotzdem mal gespannt, wie das hier schmecken wird. Es ist nichts drin, was ich nicht so gern esse. Bis auf Grünkohl, den kenne ich jetzt nicht näher, beziehungsweise ich habe ihn in schlechter Erinnerung. Mal gucken, ob er diesmal für mich interessanter ist. Ich mische ihn ja eh unter das hier drunter. Insoweit, mal gucken. Nun, schön, schön. Ich gehe jetzt an meinen PC. Irgendwann gucke ich nach, was mit dem Gemüse passiert ist, ob es ein schöner ob schön von allein weich geworden ist für die breiige Konsistenz. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, der Grünkohl riecht jetzt irgendwie wie irgendwas, was man auf einer Pferdeweide gefunden hat und dann ganz lange gekocht hat. Ja, den habe ich jetzt angeschaltet. Den, beziehungsweise ich hatte ihn schon vorhin mal kurz angeschaltet, dass die Zwiebeln so schon ein bisschen weicher werden. Dann werde ich das jetzt relativ zügig schön rösten, ja, schön anbraten scharf, die Streifen vom Tofu. Und das da ist jetzt, ja, mehr oder weniger noch ein bisschen bunter Brei. Ich nehme an, alles, was irgendwie an Nährstoffen oder Inhaltsstoffen waren, haben wir kaputt gekocht. Und aber dafür hat es eine leckere Gemüsesoße gegeben. Ja, Quatsch, Soße, Suppe. Ja, die werde ich jetzt gleich trinken. Sharknado habe ich abgebrochen. Der Film ist eher übelster Trash. Das geht gar nicht. Also das kriegt nicht mal ich kann den ganz gucken. Und ich bin echt zu vielen Sachen bereit. Ja. Und das geht nicht. Dafür habe ich jetzt angefangen, diese Community-Serie zu gucken, die ich ziemlich vergnüglich finde bisher. Und mit Sexy Ladies. Also passt. Ich trinke jetzt meine Gemüsebrühe und zermatsch dieses weich gekochte, erbärmliche Rest von Gemüse. Ja, ich weiß jetzt, warum ich persönlich ja rohes Gemüse bevorzuge, Rohkost oder generell knackige Karotten. Naja, es ist eben ein holländisches Gericht und das erklärt vielleicht doch einiges über unsere hochgeschätzten Nachbarn. Gut, also ich zermatsch das jetzt und dann bis gleich. So, ich habe jetzt das schon weich gekochte Zeug plattgewalzt. Ich hatte leider keinen Stampfer daheim und meinen Pürierstab habe ich nicht gefunden. Also habe ich den Stößel genommen von meinem Mörser, mit dem ich vorher eben die Knoblauchzehen zerquetscht hatte. Ich dachte, ja gut, darauf kommt es auch nicht mehr, dann kann ich jetzt da aufwenden. Ja. Deshalb ist das jetzt so ein bisschen nicht ganz so durchgematscht wie mit so einem richtigen Stampfer. Also das erste Ergebnis muss ich sagen, diese Gemüsebrühe, die ich daraus gewonnen habe, die schmeckt hervorragend. Ja. Gut, kann man erwarten, Sellerie, Lauch ist nicht umsonst Petersilie in diesen Päckchen da, also in diesen Bündeln für Suppengrün Gedöns. Naja gut, dann machen wir jetzt dann gleich einen Schuss Sojamilch rein und ein bisschen Margarine. Steht so im Rezept, machen wir dann auch so. Das brutzelt fröhlich vor sich hin, riechen gut, ganz toll. Aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass im Prinzip alles toll riecht, wenn man jetzt mit Zwiebeln und Öl anbrät. Und das riecht weiterhin irgendwie nach Pferdewiese. Naja, was soll's. Jo. Dann machen wir mal einen Schuss Soja und ich trinke erstmal einen Schluck Wein. So. Keine Ahnung, ob das reicht. Jetzt weiß ich aber zumindest, warum die Niederländer irgendwie beschlossen haben, sie brauchen Kolonien und sind die Welt hinausgefahren mit ihren hölzernen Schiffchen da, diesen Flöten. Also ich glaube, man spricht Flöte aus. Flöte. Die waren auf der Suche nach Rezepten. Boah. Machen wir noch ein bisschen Margarine rein. Jetzt schmalzig werden.
keine Ahnung, möchte ich noch Rezept? Hab ich ein Rezept hingepackt. 30 Gramm. Ja, Mann, ich gebe doch jetzt 30 Gramm Margarine da rein. Ja, komm, das reicht. Und da geht sie hin. Aber sagen wir es mal so, ich weiß nicht genau, wie es schmecken wird, aber ich weiß definitiv, ich habe noch nie mal im Leben so stressfrei gekocht. Also jetzt außer Wasser kochen, das ist noch einfacher. Aber einfach bloß Gemüse klein schneiden, ist ein Topf zu kippen, zu verkochen, Platz zu walzen, kalten Salat runterzuheben und dazu irgendwas Verbranntes zu essen. Hey, das ist genial, ja. Deshalb haben die so viel Zeit für Buchhaltung und Handel und sowas. Die haben nicht viel Zeit in der Küche verbraucht. Meine Güte, die Idee hätten wir Deutschen schon viel früher kommen können. Dann hätten wir ein Weltreich schaffen können. So. Ja, scheißegal jetzt. Ist in Ordnung. Also riechen tut das gut, aber das Ei, wie gesagt, ich finde immer, eigentlich riecht alles gut, wenn man es mit Zwiebeln brät. Gott! Oh Mann, ey, darauf habe ich gar keinen Bock auf den Kuhfladen. Nee, egal. Dann richte ich das jetzt irgendwie auf den Teller an und versuche es irgendwie mit Salat. Irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das mit Unterheben funktionieren soll. Ich mische das jetzt irgendwie ein bisschen auf den Teller. Und dann... Na, die Stunde der Wahrheit, ja. Dann bis gleich. Also schön, ich habe das jetzt nicht irgendwie großartig wirklich untergehoben. Ich glaube, das hätte nur Sauerei gegeben. Ich habe jetzt einfach quasi ein Salatbett angelegt, habe den Brei da drauf gekippt, habe da ein bisschen von dem Grünkohl. Ich probiere den jetzt mal. Vom Geruch geht der gar nicht, aber ich probiere ihn, ja. Todesmutig. Pferd. Es schmeckt wie es riecht. Unglaublich. Okay, jetzt weiß ich, warum stand mit Pfeffer abschmecken. So, Moment. Ich glaube, das sollte man nicht sparsam sein. Das ist der Grund, warum die Gewürzinseln erobert haben, die Niederländer. Deshalb waren die auf die Molukken scharf und auf Indonesien. Die brauchten ganz dringend Gewürze. Okay, jetzt habe ich einen ordentlich langen Pfeffer drauf gekippt. Das kann ja nur besser werden. Pferd mit Pfeffer. Alles klar. Scheiß auf Grünkohl, das esse ich nie wieder. Beziehungsweise, ich mache es in Zukunft weiterhin so. Grünkohl kaufe ich nicht ab und zu und schmeiße ihn in meinen Smoothie. Der schmeckt aber nicht so pferdemäßig. Boah, furchtbar. So, jetzt aber mal diesen Brei. Ja, verkochtes Gemüse. Zermatscht. Alles klar. Ich schmecke noch ein bisschen Möhre und ein bisschen Lauch raus. So, jetzt ist aber mal endlich ein bisschen Salat dabei. Ja, verkocht der geschmacklose Gemüsebrei auf Salat, der natürlich nicht mit Essig und Öl angerichtet wurde, weil er wird ja vermischt mit diesem Brei. Also ganz ehrlich, ich weiß, warum Amsterdam andere Attraktionen hat und warum wir dort hauptsächlich Falafel und Waffeln gegessen haben. Ja. Räuchertofu? Der ist lecker. Aber der ist immer lecker. Da kann man nichts falsch machen. Räuchertofu mit ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln in Öl anbraten, schmeckt einfach immer geil. Armes Räuchertofu, was du hier verwischt, vermatscht wurdest. Prost. Ach, der Wein ist aber super. Der läuft.
Wie war das nochmal? Schluckschick geht immer. Erinnert mich dran, dass ich das nächste Mal dann doch kein Wein aufmache, wenn ich hier koche. Das nächste Mal koche ich ja wieder mit Berdix Fuzzi. Aber ich habe beschlossen, wir hatten gesagt, wir machen zwei Rezepte. Ich mache diesen komischen Stammbisspott. Nee, wie heißt das Zeug? Doch. Ja, Stammbisspott. Ich weiß, warum sich sowas in Südwestdeutschland nie durchgesetzt hat. Wir kennen zwar Kartoffelbrei, aber wir essen das eigentlich nur ganz selten und dann meistens mit, was ist mein Kartoffelbrei? Ah, ich esse Kartoffelbrei mit vegetarischen bzw. veganen Klöpsen. Also da mache ich so Klöße. So. Und damit esse ich Kartoffel. Ja, ist auch egal. Kann ich auch irgendwann mal machen. Schmeckt definitiv besser, aber viel schlimmer als Grünkohl kann ich nicht schmecken. Boah. Also, Habenseite, es ist extrem einfach zu machen. Also, das ist so primitiv. Einfach bloß verkochen, zerballern und dann servieren. Kann man nichts falsch machen. Von den Inhaltsstoffen, ja, Geschmack oder untere Skala. Ganz deutsche untere Skala. Da muss man, das ist definitiv etwas, wo man Muskat drüber hobeln muss, also drüber reiben muss. Ja, ich glaube, dass sowas so eine typisches Beilagen irgendwas ist, in der Küche, die sich hauptsächlich auf Speck und Wurst und sowas stützt, also ähnlich wie ein Teil von Norddeutschland, die machen ja auch sowas ähnliches zu ihren fetten Würsten und Fleischbrocken und hast nicht gesehen dazu. Das ist so, so hat meine Großmutter, glaube ich, auch gekocht. Um 10 Uhr stellt man das Wasser auf, schmeißt Gemüse rein, um 12 gibt es irgendeine breiige, farblose Masse zur Wurst oder so dazu. Das ist das gute Gemüse. Also so koche ich normalerweise nicht. Sowas tue ich normalerweise auch Gemüse nicht an. Aber das war ein holländischer Abend. Mal gucken, was wir das nächste Mal machen. Wer es nachkochen wollt, wie gesagt, Habenseite ist definitiv null Aufwand. Derzeit könnt ihr Kolonialreich errichten und Pfeffer importieren. Ich wünsche euch Spaß. Wir sehen uns wieder. Ich trinke jetzt noch mein Glas Wein. Vielleicht auch die Flasche. Irgendwie muss ich das ja auch unterspülen. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss.